Doch, mit einer Diamant-Spitzhacke oder sowas. Das wäre noch verschwenderischer. Ja, der geht richtig schnell weg und lässt doch ordentlich was fallen. Sonne im Hintergrund. Da und da noch ein platzieren. Da noch ein platzieren. Ja, da ist noch ein Samen. Heftig. Ach, da fallen immer mehr runter. Kannst du mal wieder aufhören? Muss ich mal nachrennen. Wie viel Holz habe ich denn? 9, 64 und 7. Ja, ist doch wunderbar alles. Also, kann man nichts sagen. Jetzt können wir weiter in den Untergrund. Zu. Mal ein bisschen Geschwindigkeit zulegen. Yeah. Ui. Wow. So schnell soll es auch noch nicht gehen. Denn ich muss an die Box hier hin. Und natürlich was machen. Sticks. Ganz viele Sticks. Ja, wir benötigen eben ganz viele für Leitern. Zwei, zwei, drei. Und 13 Leitern vielleicht. So. Irgendwann. Ach so, ich kann keine mehr machen. Irgendwann müssten wir unten angekommen sein. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Bezweifle ich doch. Weil irgendwann kommt eben dieses feste Gestein, das wir nicht zerstören können. Und dann ist halt Ende. Ach, 20 Leitern, nur nicht geizig sein. Zwei noch. Oh, schön. 20 Leitern, da kommen wir ganz weit nach unten. Spitzhacken und alles noch genug da. Jo. Dann packen wir den Rest des Weges. Dürfte ja nicht mehr viel sein eigentlich. Ich sehe gar nichts. Ach so, es wird dunkel. Ja. Hallo? Ja, stimmt eben. Da oben sieht man, es wird schon lila, der Himmel. Ach ja, stimmt, Leiter muss ich unbedingt platzieren, sonst komme ich hier nicht mehr nach oben und muss meine Stabtechnik anwenden. Nicht, dass die jetzt von mir stammt. Macht eigentlich so ziemlich jeder. Aber ich muss sie ihm anwenden. Ich muss mir aufpassen, dass man keine falschen Worte sagt, denn es gibt ja Leute, die meinen, das war jetzt bei Gronkh zum Beispiel der Fall, oder? Nein, bei wem war es denn? Bei einem anderen Let's Player, genau. Der hat ein Dach gebaut. Ein Dach von einem Haus. Klar, ein Dach schon immer spitze aus. Meistens zumindest. Und dann meinten die doch, es ist geklaut von Gronkh. Hallo? Abnormal? Hey, wir haben Cave gefunden. Also, wenn ich schaue, bei uns, wo die Häuser in der Umgebung und auch unser Haus, die haben schon spitze Dächer. Und schau nicht aus wie ein Apfel oder sowas. Nein. Finde ich ganz gewöhnlich. Und hier unten könnte es gefährlich sein. Gut, ich habe meine Barrikade errichtet. Eieieiei. Immerhin ist hier hinten zu, nur da vorne offen. Dann werde ich mir den Raum hier vergrößern. Ich mache mal den Sound noch lauter. Er ist schon bei 70, aber kommt mir leise vor.
Ist da wer? Ist da wer? Easy ist immer noch an. Nein, keiner. Dann platziere ich mir hier eine Werkbank. Und mach mir eine Truhe. Warum nur eigentlich bloß eine? Zwei sind ja viel besser. Wohin? Da. Ich will nicht abgeschossen werden. Von diesen nervenden Skeletten. Deren Aim heute oder in der letzten Folge halt mal wieder super war. Super stark. Was wollte ich denn machen? Das ist jetzt eine Frage. Ja, ich wollte mir eine Tür machen, genau. Da. Wow. Oh, ich dachte gerade, die Fackel ist irgend so eine Hand hier oben. So, eine schöne Tür haben wir schon mal platziert. Ich wage mich mal. Lava. Ah, wie geil. Eisen, ganz viel. Ah! Monster Aiming. Wo denn? Moment, wo ist er denn? Da oben irgendwo. Hallo? Ach, da steht er ja. Da hinten, da. Wie kann ich ihn denn platt machen? Ich brauche erstmal ein Schwert, glaube ich. Schwert geht so. Ist halt aus Stein, aber ich brauche bloß eins. Aber besser als nichts. Viel, viel besser als nichts. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, da hinten. Wie kann ich ihn denn austricksen? Ich sehe ihn immer noch. Ja. Solange er nicht weiterläuft. Okay, da können wir noch später hin. Ha. Wie, jetzt kommt noch einer. Nein. Lass es doch einfach. Naja, von jeder würden sie alle verbrennen. So hoffe ich. Haha, eingebaut. Zombie? Da hinten irgendwo, hinter der Wand hier. Naja, solange nicht hier, kann ich hier mein Eisen abbauen. Lava. Vielleicht mal eindämmen so ein bisschen. Ich sage euch, ich habe keine Lust da reinzufallen. Ist halt auch eine große Lichtquelle. Cobblestone habe ich noch dabei. Wow. Ha, lauf doch. Lauf doch. Ja. Das ist toll. Ach, sag mal. Von da oben auch noch.
Aber drauf haben die es nicht so wirklich. Also ich sag nur, hier ist alles voll mit Viechern. Bösen Viechern. Ich hack hier einfach mal nach unten. Kann nie schaden. Ich will mir nämlich hier so eine kleine Feuerwand, Lavawand bauen. Sehr schön. Da kommt keiner durch. Kein Zombie. Kein Gegner. Und ich werde mir einfach eine Brücke drüber bauen. Eine Brücke, wo ich nicht runterfallen kann. Es gibt natürlich auch Skelette und die können einen hier runterschießen. Wenn da einer käme, wäre ich tot. Ach, ich habe keinen Stein mehr. Ja, Holz will ich jetzt hier nicht verbauen. Ich brauche hier Stein. Und das Eis nehme ich auch noch gleich mit. Mein Freund, das Eisen. Finde ich eigentlich sehr, sehr gut, dass hier Lava ist. Kommt keiner durch. Ach, du schönes Eisen. Ich werde mir mal hier einen Ofen reinbauen. Habe ich eigentlich genügend... Ja, natürlich habe ich genügend Cobblestone. Und Kohle auch. Kohle auch. Wo baue ich den am besten hin? Wie wäre es denn, wenn ich hier noch ausbaue? Und dann möchte ich noch wissen, was für eine Zeit wir eigentlich haben. Tag, Nacht. Tag. Das sieht man von hier unten zum Glück ziemlich gut. Und ich baue mir jetzt den Ofen dorthin. Hau die Kohle rein und das Eisen. Das ist noch ein Eisen. Ja, ist ja gut. Ihr werdet schon noch alle sterben. Könnte sogar sein, dass hier ein Spawner ist, wo die alle spawnen. Lava kommt hier nicht her. Nein. Sehr schön. Lava wäre hier das Letzte, was ich benötige. Ich weiß nicht, ob ich das vorstellen könnte. Ich kann mir vorstellen, es tut zumindest mal weh. Wenn so Lava übers Gesicht fließt. Oh, das gibt Verbrennungen. Naja, immerhin spürt man da nichts mehr. Kohle, ganz viel Kohle, links, rechts auch noch Kohle. Ja. Da können wir unsere Sachen hier unten vorbereiten.